So Leute, willkommen zurück zu Baphomets Fluch Nummer 4, der Engel des Todes. Und wir sind im Tempel des Todes mit ganz viel Sand. Oder Sand Boden. Ist immer gut. Sand ist immer gut. Ach, ich kann mich schon bewegen. Ich dachte, das wäre eine Katze. Ach ja. Das geht doch bestimmt auf, wenn wir hier irgendein Rätsel lösen. Oder das. Oder das hier. Bestimmt das mit den Fackeln. Mal weiter rum. Das Holz. Aha, wir haben eine Statue. Sehr gut. Ein Ritter mit Schild. Der Schild wirkt wie ein Rätsel. Das ist ein Templer-Ding. Oh Herr Gott. Jawohl, es steht doch da, was du machen musst. Kannst du dir das jetzt verdrehen? Na, noch eins. Kann doch nicht so einfach sein, oder? Vielleicht. Oh, sieht doch gut aus. Haben wir noch einen Ritter? Ja, der ist dahinter. Kommen wir nicht dran. Hm. Nee. Auch ein Schritter, der dahinter ist. Sehe ich gerade nicht so ganz. Aber an den Wänden hatten wir jetzt nicht. Geh nochmal an dir zu dem Ding, zu dem Kerl. Vielleicht eins danach. Dass du. Vielleicht ist es sowas wie eine Folge. Ah. Dass wir. Ja, da muss Kreuz. Ja. Und Kreuz. Dann da. Pentagramm. Nein, da muss Pentagramm. Dann müsste dies für erste wieder Mond sein. Das hat's gebracht. Gut gemacht. Gut gemacht, Horst. Okay, das sind Zahlenfolgen. Also Zahlenfolgen wie Zeichenfolgen. Okay, dann muss man jetzt nur gucken, was das. Oh, das ist was anderes. Kenn ich ihn, also deutscher, das Symbol eines deutschen Fußballvereins. Ja, aber was. Ich sehe das da nicht. Kannst du nochmal in den ersten Raum zurück? Kann ich bestimmt, warum? Da lag doch ein Tempelritter am Boden, vielleicht hilft der uns. Okay, das hilft uns nicht, dann gehe ich nochmal zurück. Ne, der hat nur ein Schwert. Und das hier auf dem Boden gekritzelte Symbol hilft uns leider auch nicht. Hm. Das ist ein Ritter auf dem Pegasus, ne? Ne, auf dem Pferd. Das sind zwei Ritter, genau. Auf dem Pferd. Zwei Ritter auf dem Pferd, alles das Symbol, was wir kennen. Irgendwo was geben, damit du weißt, was du machen musst. Guck dir mal deine Unterlagen an. Aber irgendwie ein Bild oder eine Karte mit irgendwelchen Zeichen, irgendwas müssen wir doch haben. Was hältst du hiervon? Ja, das sieht doch gut aus. Du da draufklicken, damit wir es näher sehen? Fleur de lis in verschiedenen Mustern. Also rot hoch, blau rechts, rot-blau, würde ich jetzt sagen.
Also. Nee, warte mal. Runter, hoch. Nee, ich würde. Da wir haben ja nur vier. Ja. Dann entweder die ersten vier oder die zweiten vier. Ich würde die in der Mitte nehmen. Ich würde hoch rechts und links rechts nehmen. Hoch rechts, links rechts, okay. Also wäre jetzt meine immer die goldene Mitte, aber wir können auch erst die oberen nehmen. Ja, ist eigentlich egal, solange du es dir merkst. Also. Hoch rechts. Und dann links rechts. Weißt du, ich Hutz löst hier den vierten Teil ganz alleine. Er hat heute einen Lauf. Nee, dann nochmal auf das Bild gucken. Vielleicht hast du doch recht. Hoch, runter? Ja, hoch, runter. Es fängt mit blau an. Ja. Es fängt aber mit blau an. Also runter, hoch. Nee, warte. Warte mal. Kannst du nochmal näher dran klicken? Fleur de lis in verschiedenen Mustern. Nee, bleib doch mal dran. Er bleibt nicht dran. Fleur de lis in verschiedenen Mustern. Dann wäre es ja blau runter. Also wir probieren uns mal durch und wenn nicht, setzen wir die Folge einfach fort. Na gut. Oh nein, ich seh's. Hä? Ne, warte mal. Ne, da nicht. Okay, hat sich erledigt. Ich hab gedacht, ich hätte da was gesehen. Also, was hatten wir jetzt? Ne, Rot hat hochgezeigt, ne? Ja. Nee, das war's auch nicht. Vielleicht musst du Spiegel verkehrt machen. Vielleicht ist rot-blau und blau-rot. Das glaube ich nicht. Versuch's doch mal. Jetzt den roten. Und jetzt oben auch einmal tauschen. Wir haben ja noch das untere. Also links, rechts, oben, links. Darf ich nochmal drauf gucken auf die Karte? Warte mal. Na gut. Also es könnte natürlich sein, dass sich die Folge fortsetzt, weil das ist immer zweimal hintereinander. Also wäre das nächste wahrscheinlich... Ja gut, aber es müssten ja zwei sein. Hm. Die Frage, von welcher Seite aus man das liest. Ja. Wie standen die denn am Anfang? Alle nach oben, oder? Ja.
Warte mal. Da steht, zum Zweiten wende dich an die Wappen auf den Schilden und schließe den Kreis, auf dass die Ritter dich passieren lassen. Bei dem anderen? Zweiter? Ah! Da steht, zum Ersten finde die Ritter, die sich ein Pferd teilen und ergreife den Stein, um den Weg zu öffnen. Okay, das war das Rätsel von sehr erstes Grad. Ja, jetzt der Zweite, da sind wir gerade. Wie sagt das nochmal? Weiter. Da steht, zum Zweiten wende dich an die Wappen auf den Schilden und schließe den Kreis, auf dass die Ritter dich passieren lassen. Jetzt lass mich mal hier die Ritter gucken. Naja, die helfen uns gerade gar nicht, oder? Guck mal, blau oben. Mal, geh nochmal drauf auf die Wappen. Blau oben und rot unten. Naster. Keine Ahnung. Nee, ich hätte halt gesagt, es hängt hier mal zusammen. Mit den Fleur-de-Lis. Fleur-de-Lis in verschiedenen Mustern. Warte nochmal. Warte mal. Das ist eine Pflanze, die sich nach oben rankt, richtig? Wenn du das anders guckst. Dann. Also, gibt's da noch einen dritten Satz? Da steht, zum Dritten, folge dem weltlichen Weg des Meisters und erweise dich würdig. Zunächst die Festung, wo er kämpfte, doch schließlich der Macht der Mamluken unterlag. Dann reiste er in Longshanks schöne Stadt, wo er als Großpräzeptor empfangen wurde. Zum Tempel in Villeneuve, wo er zum Großmeister des Ordens ernannt wurde. Bevor er zu der Insel reiste, wo er Hof hält. Ich glaube, der Meister muss Jacques de Molay sein. Die Festung muss Akkon sein, es werden die Mamluken erwähnt. Longshanks ist leicht, das ist London. Der Tempel ist in Frankreich. Die Insel mit dem Hof, welche könnte das sein? Macht überhaupt keinen Sinn. Warte mal. Wir probieren mal was. Na dann. Ich hab vergessen, wie es unten aussah. Ne, rot rechts. Rot links, blau rechts. Haben wir das nicht eingestellt? Ja. Okay, ich habe keine Ahnung. Ist noch ein anderer Ritter aufgegangen? Den Tipp für uns? Ziemlich gespenstisch hier unten, was? Hoffentlich hast du keine Angst vor Ratten. Ha, ich? Hast du hier welche gesehen? Okay, ich probiere einfach mal nach oben hin die Folge zu ergänzen. So, wir haben zweimal links für rot. Dann zweimal oben bedeutet, jetzt wäre rechts. Zweimal. So, das stelle ich erstmal ein. Ups, das ist falsch. Obwohl, man weiß es nicht, was am Ende bei rauskommt. So. Dann würde blau beim ersten nach unten zeigen und beim anderen nach links.
Jetzt weiß ich natürlich nicht, in welcher Reihenfolge. Oh, das hier. Das hat nicht funktioniert, dann probiere ich es mal in der anderen Reihenfolge. Ich glaube, wir gucken falsch drauf. Meinst du? Ich glaube, wir gucken falsch drauf auf das Ding. Ja, offenbar. Einmal mal drauf gucken. Weil wenn ich das... Wenn wir das jetzt... Also wenn wir jetzt von unten, von der Festung drauf gucken würden. Ja. Weil dieses Symbol da oben, wo das anfängt. Ja. Wenn man das richtig sehen könnte. Ich glaube, das soll nämlich irgendwie... Versuch's mal so. Also ich gebe dir jetzt mal ein paar Koordinaten. Obwohl, vielleicht ist es auch so. Vielleicht ist das aus... Oh, vielleicht liest man aber auch von rechts nach links. Ich habe keine Ahnung. Sag mir was. Ich muss nochmal drauf gucken. Ich muss jetzt selbst überlegen. Das dauert jetzt gerade mal einen Moment. Sorry. Warte mal. Kannst du nochmal die Fleur näher anklicken nochmal bitte? Ja. Vielleicht helfen uns die gelben Punkte dabei irgendwas. Verschiedenen Mustern. Die gehen nach unten weiter, nicht nach oben. Ich hab's in die falsche Richtung gesetzt. Was? Die Punkte gehen nach unten weiter, nicht nach oben. Gehen nach unten weiter, nicht nach oben. Hier sind noch zwei Punkte nach unten. Die nächste Position wäre jetzt zweimal unten für Rot, einmal oben für Blau und dann einmal links für Blau. Oh, das ist auch wieder so ein Fortsetzungsspiel. Ja. Was habe ich jetzt gesagt für Rot? Zweimal unten, ne? Einmal unten. So, und Blau das erste... Obere blaue müsste dann oben sein. Und das untere müsste jetzt nochmal gucken, das müsste links sein. George, du kannst wundervoll bringen. Tja, okay, das war auch so eine Fortsetzung. Ja, das habe ich ja schon probiert, aber ich habe es nach oben gemacht, weil ich die Punkte unten nicht gesehen habe. Okay. Ich habe es nach oben hin fortgesetzt, nicht nach unten. Okay. Ah, das sind die Schilder. Jetzt brauchst du die Schilder. Ja. So. Also, was haben wir da? Der Reihe... Warte mal, ich mache mir mal davon schnell ein Foto. Ja, ich bitte darum. Warte. Vier Ritter mit Schilden. Das vierte Wappen ist verdeckt. Warte. Muss gleich nochmal anklicken, muss erst scharf stellen. Nochmal drauf, bitte. Also ich habe mir auch ein Foto gemacht. Okay, jetzt hat er's. Liebe Zuschauer, ihr macht euch am besten auch einen Screenshot. Wenn ihr mitraten wollt, weil ich werde jetzt die Zeit hier drauf verbringen. Okay. Zwei. Eins. Kannst du mal gucken, was wir blau haben? Und zwar unten rechts brauchen wir blau. Unten rechts brauchen wir blau. Alles klar. Und zwar was mit blauem Hintergrund eigentlich. Ja, was mit grün? Ah, da kommt was mit blauem Hintergrund. Ja. Ich weiß nicht, ob es die Dreier sind, die wir da brauchen. Kannst du mal weiterklicken, was noch kommt? Warte mal. Das stimmt. Oben links müssten es vier sein. Wenn wir vier haben. Nee, haben wir nicht.
Haben wir auch zwei mit blauem Hintergrund? Wenn nicht, nehme ich die drei mit blauem Hintergrund. Aber die drei gelben Kreuze auf blauem Hintergrund sahen eigentlich gar nicht schlecht aus. Ja, ich glaube, die stimmen. Dann haben wir, müssten oben rechts, müssten Löwen sein. Ja, ja, und es sind immer zwei mit unterschiedlichen genau. Farben, deswegen die gelbe stimmt. Genau. Unten und links haben wir müssten auch zwei Löwen sein. Allerdings mit einer anderen Farbe. Ja, mit einem hell, boah, nee. Müssten das blaue Löwen sein? Blaue Löwen auf weiß sieht doch gut aus. Und unten rechts, ein helles Kreuz auf weiß, ein gelbes. Ist das? Nee. Exzellent! Ein helles Kreuz auf gelb. Ah. Das sind gut. Ja. Wir haben eine neue Kammer und da gehen wir beim nächsten Mal rein. Ich will nicht. Ihr lasst uns ein nettes Kommentar da, einen Daumen nach oben und wir sehen uns, wenn es weitergeht, mit Baphomets Fluch. Bis dann, tschüss.